eine wirklich schöne Startmusik, eine neue Startmusik und auch ein neues Odyssey im Auftrag des Königs 2.5.5, mit der ich hier spiele. Und ja, bevor ich hier rumrenne, sage ich ganz einfach mal Hallo und herzlich willkommen zu der 49. Folge, ab der ich jetzt mit der neuen Version von Odyssey im Auftrag des Königs, wie schon gesagt, in der 2.5.5 spiele. Ja, es hat sich vieles geändert. Ich kann nicht alles sagen, aber es gibt neue Animationen. Die Intro-Musik, die wollte ich natürlich nicht euch vorenthalten. Habe sie erstmal vorspielen lassen am Anfang. Dann neue Kopfbedeckungen für Ork-Söldner auf der Insel, auf die ich gleich hingehen werde. Ich meine, ich bin hier... Nee, Moment mal. Doch, ich bin hier fertig. Deswegen geht's auf die nächste Insel. Und da werden wir uns dann auch mal gleich angucken. Ich habe die noch nie gesehen, deswegen kann ich dann, würde mir ein Unterschied nicht auffallen. Und deswegen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, könnt ihr dann auch Vergleiche ziehen. Ja, was gibt's noch Neues da drin? Ja, boah, Animationen habe ich schon erwähnt. Da ist so viel aufgeführt. Das kann ich alles gar nicht so, das kann ich gar nicht so aufzählen. Ich könnte jetzt hier labern, aber da verweise ich doch lieber auf den späteren Download-Link, wenn Black Pirate und Alain Dufont das veröffentlicht hat oder haben. Wenn es nicht schon, wo meine Folge hier gerade online steht, nicht schon veröffentlicht wurde. Schauen wir mal. Aber trotzdem bleibt neugierig. Ich bin es ja schließlich auch. Wir können weiter segeln. Wohin geht es jetzt? Es trifft sich gut, dass die Ork-Flotte weiter Kurs auf die Chorinseln nimmt. So wird sie sicher auch an der Insel Tamora vorbeikommen, von der wir beunruhigende Nachrichten gehört haben. Der königliche Statthalter Bruno soll nämlich heimlich in Unterhandlungen mit den Orks stehen. Wenn das stimmt, besteht die Gefahr, dass auch andere Inseln diesem Beispiel folgen. Dir wird klar sein, was das bedeutet. Natürlich. Den endgültigen Sieg der Orks. Was soll ich also tun? Bruno etwa töten? Bei Innos, ich hoffe, dass dies nicht nötig sein wird. Versuche erst mit ihm zu sprechen. Vielleicht gelingt es dir ja, ihn wieder auf unsere Seite zu bringen. Wenn du Bruno hingegen tötest, wissen wir nicht, wie sich die übrigen Bewohner der Insel verhalten werden. Vielleicht schließen sie sich dann erst recht den Orks an. Es wird daher besser sein, mit dem Statthalter zu verhandeln. Vergiss übrigens nicht, dich bei den Bewohnern der Insel nach der Ork-Flotte zu erkundigen. Wir müssen unbedingt herausfinden, ob sie sich noch auf demselben Kurs befinden. Naja, dann werde ich mal tun, was wir können. Alles klar, ich werde tun, was ich kann. Gut, ich verlasse mich auf dich. Dann auf nach Tamora. Jawohl, jetzt geht's nach Tamora. Und ab da sollen schon die neuen Features zu sehen und zu hören sein. Bin ich auch mal gespannt, ob das Schiff auch vor Tamora... Oh, schon gleich werde ich wieder angegriffen. Ja, und tschüss. Hallo. Was war denn das für ein grünes Vieh? Ein Varan. Wahrscheinlich ein Tamora-Varan oder sowas. Ach ja, immer geht's auf eine Insel und bums, Fallera, wirst du schon wieder angegriffen. Ja, es muss ja spannend bleiben. Ja, oh, mal gucken, ja, vielleicht hält er auch nur Wache. Das ist ein grüner Varan, okay. Ja, der grüne Varan. Ach, ich hatte natürlich vergessen, naja, das ist natürlich jetzt nicht von Relevanz, weil ich muss bei Hawk unbedingt schmieden lernen, das hätte ich vielleicht vorher tun sollen. Was ist denn dahinter? Meine Herren, meine Herren. Schauen wir mal. Bin gespannt. Los, grüner Varan. Nimm Schaden. Er nimmt nicht so viel Schaden. Das ist nicht so schön. Dafür nehme ich viel Schaden. Los, weg hier. Das haben wir ja schon alles hinter uns. Dass wir auch schon vom grünen Varanen da genatzt worden sind. Mir ist übrigens aufgefallen und schon wieder, das ist mir aber in den letzten Folgen nicht aufgefallen, ich habe mit dem Paladin-Zweihänder gekämpft.
der benötigte Stärke 80 hat, ich habe aber nur 60. Das war noch der alte Fehler, den ich übernommen habe, aber um der Fairness halber werden wir das anziehen, was wir überhaupt ankönnen und das wäre hier Moment mal, was ist denn hier? Moment, ach ja, das ist er hier. Genau, das ist das Entermesser. Schaden 60, benötigte Stärke. Wie viel habe ich denn da jetzt? Schaden 120. Ach du liebes bisschen. Das ist ja ganz bekloppt. So, auf jeden Fall erstmal hier speichern. Ja, dann wollen wir mal gucken, ob wir mit diesem Entermesser mal den Baran hier... Ich glaube, da werde ich nichts ausrichten können. Ups, es wird sonnig. Seiten, ich habe wieder ein bisschen Deckung hier. Ja, komm. Das für eine lustige Sandtextur. Hammer. Kommst du? Ja, jetzt hat er mich, oder? Ja, jetzt. Wenn er mit dem Kopf wackelt und Nein sagt. So, wollen wir mal gucken. Oh, der haut zu. Nee, das wird so nix. Das wird so nix. Das heißt erstmal, du solltest immer bei 29, 58, 89, 119 nochmal günstig 5 Fähigkeitspunkte lernen, bevor die Talente teurer werden. Was das auch immer bedeuten mag. Ja, also, werden wir erstmal hier den Varanen aus dem Weg gehen und gucken, ob wir irgendwie hier weiterkommen. Das ist eine lustige Textur. Was ist denn das? Das ist irgendein Normal Map von etwas ganz anderem. Das ist wahrscheinlich dem Renderer geschuldet, dem DX-Renderer. Aber ich kann mich wieder erinnern. Da ganz da hinten müsste irgend so ein Heinz da stehen. So, gucken wir mal. Hier gibt's nach Tamora ein Handweiser. Ah, da ist wieder so ein Heinz. Ich will wissen, was hier in den Hütten ist. In den Hütten. Was ist in den Hütten? Ah, toll. Nee. In die Hütte komme ich noch nicht rein. So, trotzdem will ich aber in der Nähe bleiben und schauen, ob ich da noch irgendwie zwischendurch kann. Gucken. Hier gibt es nichts. Wo ist weg hier? Und da hinten ist auch Gevieh, Gezücht. Eine Schildkröte. Okay, die kann ich hier. Schön. Schlachten. Und es gibt natürlich wieder Muscheln und sowas. Aber schauen wir mal weiter. Klappmuscheln. Jetzt muss ich auf... da hinten ist ein Lurker. Wie nennt sich der Lurker? Einfach nur Lurker. Der ist bestimmt nicht so gut zu nehmen. Gucken wir mal, was in seinem Felsen ist. Zum Glück nichts, nur ein paar Muscheln. Immer erstmal alles absuchen hier. Was könnte hier in der Nähe sein? Oh, da könnte ich mal ganz schnell hier nochmal eine... Nein? Schildkröte mit feinem Bogen nehmen. Nee. Mit unserem komischen Messer hier nicht. So, ganz schnell weg. Ich glaube, das war einer meiner Lieblingsinseln hier. Weil die so richtig schön gebaut ist. Richtig ausgestaltet ist und viel besser ausgestaltet seit vor Jahren, wo ich mal war. So, okay. Natürlich auch wegen der Vegetation geschuldet und dem Renderer, den es damals noch gar nicht gab. Da ist wieder eine Schildkröte. Tja. Gucken. Ja, das sind noch mehr Peoples. So Lurkerchis. Und hier ist was. Das sieht aber nicht nach einem Lurker aus. Was ist das?
grauer Beißer. Mal mit dem. Oha. Ah, ich wollte weg. Ich wollte eigentlich weg. So, mal gucken. Ah, gegen die meisten Golems helfen nur stumpfe Waffen und besondere Zauber. Oha, das heißt also, wir haben sehr viel. Jo, jetzt ist er so positioniert, dass... Oh, der ist fix. Ah, hier oben kann man drauf. Sehr gut, wieso nicht gleich so? Vielleicht gibt es ja hier seltene Kräuter. Naja, Blauflieder ist auch nicht gerade selten. Und noch was. Oh, da ist was anderes. Eine Feuernessel. Ja, sowas brauche ich. Ja, bevor ich hier weiter ausfällig werde, muss ich doch wohl über oder übel da erstmal direkt auf dem Wege nach Tamora hin. Und zwar dem Handweiser folgen und diesen Lurkern und anderen gefährlichen Getier ausweichen. Da bleibt mir nichts anderes übrig. Oh, weia. Also hier trollen die sich und schon wieder weg. Das ist ja ein Shitvieh, ist das. So, also, wo war der Handweiser? Da ist ja wieder so ein Beißer. Mein Gott, ich und meine Risiken. Aber hier ist schon wieder so ein Weg nach oben. Ist irgendwie eine Hilfe? Kann ja sein. So, kommt mir einer nach. Irgendwie nicht so ganz. Oh, jede Insel wird gefährlicher. Ich lach mich schlapp. So, nein. Eine schöne Palme hier, ne? Jo. Das macht gleich karibisches Feeling. Ja, ist gut. So, auf da oben hoch. Ich kann hier nur flüchten. Was ist das hier für ein... Also noch ein Handweiser, ne? Ja. Da steht zum alten... Was? Zum alten Fischerdorf. Mhm. Also ist es das da hinten. Stopp. Muss mich erstmal orientieren. Ja, ich gehe wieder runter. Okay, das wird wohl ein Fischerdorf gewesen sein. Wegen Schiffe, Baracken und Netzen. So. Aber ich schaue schon wieder dauernd so. Oho, meine Heilpflanze. Hoffentlich ist hier nichts am Lauern. Hoffentlich lauert hier nichts rum. So, sehr viel Farn. Ich brauche Zirpennessel. Und nur Heilpflanzen. Mal diese 0815 Kräuter. Die ja auch natürlich nützvoll sind. Okay. Hier gibt es noch einen Handweiser. Darauf steht noch Tamora. Und auf der anderen Seite oder drunter. Was? Zur Silbermine. Okay. Na, trotzdem will ich wissen, was es hier gibt. Ja. Ah, hier gibt es drei Sachen. Heilwurzel, Heilpflanze und noch meine Heilpflanze. Oh, ich höre was. Nein, nein, nein. Ich habe es nicht gesehen, aber ich habe es nur gehört. Und da will ich erstmal... abspeichern. Vielleicht war das auch hier in der Nähe? Weiß es nicht.
müssen alle ein bisschen leiser sein hier, sonst höre ich die Tierchen nicht. Die Gefahren auf Tamora, die hier lauern. Außer ein paar Heilpflanzen. Schöne Vegetation. Da ist wieder was. Ja, da ist wieder was. Da war er. Da war er. Okay, er bleibt. Er bleibt. Erstmal gucken, wie viele Pfeile habe ich. Ich habe natürlich nur 55. Ist doch doof. Nein, nicht ins irgendeinen Zauber nehmen. Was haben wir denn hier? Hier war doch so ein Vieh. Das ist auch ein grüner Varan. Und noch ein grüner Varan. Nee. Bevor ich das mache. Da bleibe ich doch lieber hier. Ja, ich stehe direkt vom grünen Varan. Jetzt weiß ich auch, warum die Varane da grün sind. Mit so schön getarnt sind. Und hier richtig im Dickicht sind. Also, schnell durch. Kommt doch einfach nicht. Ich wusste es. Irgendwas ist immer. Oh, weg. Run your ass off. If you see an agent, run your ass off. Ja, ich sehe aber keine Agenten, ich sehe nur... Ja. Ganz viele grüne Varange. Ja, so wie das aussieht, komme ich hier wohl nicht irgendwie weiter. Da hinten sind da zwei... Hier ist einer im Dickicht. Und wenn ich ganz schnell bin, dann laufe ich auf dem im Weg darum. Und hier gibt es, glaube ich, auch noch einen. Mit einem Mang, oder? Oh, nee. Ich will nicht. Ah, ich höre was. Picken. Gucken. Bin ich erstmal in der Ecke am Safe? Safe ist nicht so ganz. Mann! Eine Insel, die nur voller Viecher ist. Ich weiß nicht, wie ich weiterkomme. Gucken, Ausguck. Ja. Und da hinten bewegt sich was, also könnte man hier... Ah, oh, da ist auch noch einer. Zickzackkurs gehen. Ah, da hinten. Was ist denn da los? So, bin ich hier an der Stelle mal safe? Nein, nicht so ganz. Da hinten habe ich Wölfe gesehen. So, jetzt werde ich erstmal schnell abspeichern, aber ganz woanders. So, da hinten sind Wölfe. Jedenfalls wolfähnliche Tiere. Ah ja, gut. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich mit dem Pfeil und Bogen... Wilder Wolf. Ja, schön. Wilder Wolf. Und nochmal. Und komm. Wieso nimmst du denn jetzt hier keinen Schaden? Doch. So, und während ich... Oh, der war gefährlich nahe, der Varan, der Grüne. Ein wilder Wolf. Und noch ein wilder Wolf. Okay, einfach nur Wolfsfell. Okay, das erste Tier, was ich hier erlegt habe, waren Schildkröten und Wölfe. Wilde Wölfe. So, nach Tamora. Also hier wieder schnell hoch. Vor mich dieser grüne Varan. Und ich blute wieder wie ein Blutegel nur Blut saugen kann. Los, Schmackofatz hier. Okay. Wow. Oh ja. Wieder Wölfe. Das heißt, ich werde mal wieder meinen Bogen zücken und... Los! Treffen! Treffen! So, wie viele Getränke habe ich denn hier noch? Mhm, gut. Hat geschmeckt. Es war ja noch ein wilder Wolf hier. Und zwar ihn da hinten, einen grauen. Also mal einen goldenen und einen grauen. So, der hat mich zum Beispiel nicht angeknabbert. Finde ich gut. Ach ja. Gucken wir mal, was es hier gibt. Wenn es was gibt. Na, das will er noch. Hm? Gucken wir mal. Ja.
Hier kann man sogar hoch. Das ist gut. Oder ist das hier gleich eventuell doch eine Serpentine? Ach ja, da hätte ich ja vorher hochkommen können. Na super, klasse. Aha. Okay, ah ja. Sind wir mal ganz oben angelangt. Also die Insel ist ja wesentlich größer als die, die ich vorher hatte. Ja, und da wird wahrscheinlich nichts zu holen sein da oben. Aber hier ist noch was. Nee, das ist durchgebrochen. Oh, da hinten gibt es Molerat-ähnliches Getier. Genau richtig. Wie wäre es, wenn wir es mal wagen? Ich wage es mal. Und zwar nicht mit Pfeil und Bogen. Ich denke mal, dass die doch noch ein bisschen weniger Schaden machen. Na, kommt ja gleich. Was für ein Zeug, Molerat? Ein Steinhaut-Molerat. Ah. Steinhaut-Molerat. Heißt also, wenn ich da das Fell hätte, dann hätte ich hier Steinhäute. Steinhaut-Molerat. Hört sich an, wie als wäre er besonders gerüstet. Das ist ja so. Also ein Schlag und schon ist die Steinhaut zerbrochen. Nicht gut so. Wenn wir jetzt hier durchgehen, ja, wieder ein paar Wulven. Das ist irgendwie so ein lustiger Durchgang, wo ich das Gefühl habe, dass... Nee. Oh, da oben. Da oben. Da oben fliegt was. Da oben fliegt was. Sieht aus wie zwei Palmen. Da rechts im Schirm. Okay. Ja, wie geht's denn jetzt? Wo will ich denn hin? Ich wollte eigentlich nach Tamora. Aber ich weiß, viele wissen wahrscheinlich, dass es dann immer anders wird, wenn man was vorhat. Ja, von hier bin ich doch gekommen. Obwohl, ich will hier oben hoch. Ich will einen Ausblick haben. Dann gehen wir mal hier rum. Nö, da komme ich nicht weiter. Oder doch, oder nicht, oder gar nicht. Ja, das wäre der Weg, den ich normalerweise genommen hätte. Siehste? Siehste? Das ist es gewesen. So schloss sich also der Kreis. Kann man also auf zwei verschiedene Arten und Weisen da auf den Weg kommen, oder... zu den Wölfen. So, auf den Weg muss ich. Richtig. Aber nicht auf die... Ich spring einfach mal runter. Vielleicht bringt das was. Ja, es bringt nicht so viel. Du liebes bisschen. So, auf der Suche nach dem Punkt, wo ich damals hochgekommen bin. Wird wohl hier sein, oder wie, oder was? Dann geht's wieder höher. Nee, dann... Also hier noch liegt noch der erste Wolf. Ah, okay. Schwupps, okay, das hat gepasst. Da ist nicht zu holen. Wow, sehr gut. So, liebe Lüt von der Süd. Was gibt's denn hier noch? Aha, Scabies. Da scheint wohl ein weiter Weg nach Tamora zu sein. Das gefällt mir nicht. Und hier sind ja wieder ein paar Wölfe. Ja, genau, richtig. Die ich jetzt mal versuche zu erschießen mit den paar Pfeilchen, die ich noch habe. Oh, Dreier. Nicht Tomat. Mal gucken. Du solltest immer 29, 59, 89, 119 nochmal günstig Fähigkeitenpunkte erwerben. Was auch immer das sein mag. Versuchen wir. Wölfe und Herden. Herdenverhalten.
Aha, los, komm. Okay, einer, zwei. Wie lustig, dass ihr so bunt sind. Der eine. So, vielleicht habe ich ja hier mit meinem Säbel besser Glück. Wunderbar, auch schon besser geklappt. Dann werde ich den dritten, der da hinten noch ist, auch nochmal mit meinem Messerchen ja, metzeln, damit ich mir ein paar Pfeile sparen kann. Der war hier ums Eck, ne? Wo bist du? Hier ist er nicht mehr. Okay. Aha, hier geht's zur Erzmine. Was gibt's noch? Erzmine und nach Tamora. Ah, müssen wir hier lang nach Tamora. Obwohl, hier gibt's auch einen Weg. Gucken, ist hier auch ein Handweiser. Ah, ja. Ah, hier. Yeah. Ja. Ich glaube, mir deucht es. Aber wir wollen strikt nach Tamora. Da ist ja, da sind hier ja zwei von der Sorte. Rücken drauf, während der andere mir in den Rücken fällt. Na super, klasse. Oh. Hier sterben hier tausende digitale Tode. So. Wenn da noch zwei stehen. Oder ist das jetzt wieder nur einer? Das sind zwei. Na, da muss ich doch mal. Noch meine Pfeile nehmen. Wieso trifft er den nicht richtig? Ein Glück, dass er hängen bleibt. Der wilde Wolf, aber auch ein Glück, dass ich nichts treffe hier. Doch, jetzt. Das geht echt auf meine Ausrüstung. Nee. Irgendwie, irgendwo. Was haben wir denn hier? Schildkrötenfleisch. Schmeckt das? Naja, Lebensenergiebonus. 10. Ah. Ach, das ist saftiger. Schildkrötenfleisch war so trocken. Deswegen klang es auch so knusprig. Ah, Leute. Ich bin so froh, da hinten einen Mensch zu sehen. Ein Bewohner Tamoras. Oder zur Erzmine? Machst du wahrscheinlich hier hin, oder was? Nach Tamora. Tolle freundliche Grüße. Ich bedanke mich. Das war echt eine tolle freundliche Begrüßung. Okay, die haben da nur Wache gehalten. Oh, noch so ein Teil. Komm. Komm und fall mich an. Ja, ich versuch's jetzt mal mit Kombos. Geht bedingt. Die Kombos sind mir noch nicht schnell genug. Ja, ich höre wieder was. Wo ist denn dieses Tamora? Da. Nein. Okay, pass auf. Dann machen wir Folgendes. Versuchen mal ganz schnell hier diesen Steinhaut Mulred zu natzen. Ist jetzt kaputt? So. Ho. Okay. Hat noch geklappt. Ja, liebe Leute, es ist an der Zeit, Adios zu sagen für die Folge 49. Und in der Folge 50 werde ich dann Tamora besuchen. Ich höre nämlich schon hier, es wird langsam gruselig, was hier noch mehr an Zeug ist. Gobos habe ich nämlich gehört. Und seid gespannt auf die Folge 50. Ich verabschiede mich hier, bedanke mich, gebt mir einen Daumen und
Oh, bis denn. Ich sag tschüss.